Grüß euch, Freunde. Unabhängig davon, dass Zelensky erst gestern kackendreist Deutschland erneut belog in der Frage, ob Steinmeier von Kiew ausgeladen wurde und stattdessen der Besuch vom Scholzomat gefordert wurde, gab dessen Gegenspieler Putin heute Folgendes bekannt. Putin, Gaslieferungen nach Europa werden sinken. Seit Monaten schwelt ein offener Konflikt um die Abhängigkeit europäischer Länder von russischem Gas und Öl. Und nun dürfte er sich weiter verschärfen. Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte an, Energieexporte nach Süden und in den Osten umlenken zu wollen. Dazu beklagte durch westliche Banken verschuldete Zahlungsausfälle. Die Energielieferungen in den Westen werden sinken, erklärte Putin bei einem Köln-Nitz-Treffen. Stattdessen würden nun Schritt für Schritt die stark wachsenden Märkte im Süden und im Osten bedient. Und auch in der russischen Presse wurde Tacheles geredet. So heißt es doch beispielsweise, Wladimir Putin sagte, Russland habe bereits Zahlungsausfälle für Exportlieferungen seiner Energieressourcen erlebt. Banken aus unfreundlichen Ländern verzögern die Überweisung von Zahlungen. Diese Aussage fiel mit dem Urteil der Europäischen Kommission zusammen, die der Ansicht war, dass die Bezahlung von Gas in Rubel immer noch gegen Sanktionen verstößt, was bedeutet, dass die Anwendung des von Moskau vorgeschlagenen Systems unerwünscht ist. Diese Position bringt die EU in den Beziehungen zum Kreml näher an die Stunde X. Beim nächsten Mal könnte Putin das Schließen des Gasventils ankündigen. Es gibt einfach keine freien Mengen auf dem Weltmarkt und Lieferungen aus den Vereinigten Staaten kosten zeitweise ein Vielfaches, betonte er. Putin erinnerte daran, dass Partner aus sogenannten unfreundlichen Ländern selbst öffentlich die Unmöglichkeit erklären, auf russische Energieressourcen, insbesondere Gas, zu verzichten. Die Führer von Ungarn, Österreich, der Slowakei und Deutschland sprachen darüber, laut MK. Aber die Diskussion um das Embargo geht trotzdem weiter. Dies destabilisiert laut BIP den Markt. Es stellt sich heraus, dass die Politiker selbst die Preise mit ihren eigenen Händen aufblähen. Außerdem sind sie bereit, die sogenannte grüne Agenda zu vergessen und sich wieder auf Energie mit hohem CO2-Fußabdruck zu verlassen, die bis vor kurzem als archaisch und schmutzig bezeichnet wurde. Aber viele politische Kräfte haben ihre Wahlkämpfe auf Umweltslogans aufgebaut, erinnerte sich Putin. Wo ist es jetzt? Alles wurde in den Müll geworfen. Der Präsident deutete an, dass die Ablehnung von russischem Gas ein Versuch Europas sei, seine eigenen Fehlkalkulationen zu vertuschen und Russland für seine Inkompetenz in Sachen der grünen Wirtschaft verantwortlich zu machen. Schließlich warnten seriöse Analysten anfangs davor, dass eine beschleunigte grüne Wende nicht ohne hohe Kosten umsetzbar sei. Entscheidend dürfte hierbei sein, dass Russland weiterhin kommuniziert, dass unfreundlichen Ländern, welche ihr Gas nicht in Rubel bezahlen würden, der Gashahn abgedreht werden kann. Während Ungarn verlautbaren ließ, dass es seine Gaszahlung in Rubel umstellen würde, ziehen sich die meisten anderen EU-Länder dagegen auch weiterhin. Für Deutschland müssten die nächsten Gaszahlungen in etwa 12 Tagen fällig werden. Wir dürfen gespannt sein. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Nachdem der Ukraine-Konflikt zunehmend das Potenzial hat, den eurasischen Raum auf Jahrzehnte hinaus zu spalten, kann Biden ob dem sein Glück kaum fassen und meint sich nun sicher zu sein, weitere Jahre für das US-Dollar-Ponzi-System rausgeschlagen zu haben. Den amerikanischen Interessen kommt die aktuelle Lage jedenfalls objektiv zugute, wobei diese vor lauter Fokussierung auf den ukrainischen Konflikt aktuell andere Regionen möglicherweise aus den Augen verlieren. Ich erinnere hier gerne an einen kleinen, dicken Diktator aus Nordkorea, den Rocket Man. Lassen uns nicht durch seine loviale Art täuschen und rechnen beispielsweise zum morgigen nordkoreanischen Festtag mit einem unterirdischen Atombombentest.
wäre zumindest ein ideales Timing, um nationalen Führungswahn mit Nachlassen amerikanischen Möglichkeiten kombinieren zu können. Und wenn wir, jedenfalls viele von uns auch in die ständigen Waffen- und Geldforderungen seitens des ukrainischen Präsidentendarstellers wie auch seines Außenministers und natürlich nicht den Verbal-Rambo-Botschafter mittlerweile gewohnt haben dürften nach dem Motto ständiges Fordern statt Bitten weicht dennoch der Staatenkassen, geben Meldungen von heute eine abermalige Steigerung zum Besten. Gerne wandt sich Zelensky herbei ran und nimmt einen auf Adriano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Während der ukrainische Finanzminister heute verlauten lässt, dass im ukrainischen Staatshaushalt aufgrund des Krieges nun 500 Milliarden Dollar fehlen würden, wurde dies natürlich weder als Info noch als Bitte vorgetragen. Stattdessen hieß es, der ukrainische Finanzminister fordert 500 Milliarden Dollar vom Westen. Machen wir uns also auf enthaltsamere Jahre gefasst und nehmen uns am Alp ein Beispiel, wie genügsam auch ohne Maschinen wieder der Transport laufen könnte. Gerne darf die Frau aus dem Völkerrecht zur Übung ein paar hundert Kilogramm Briketts bei mir schleppen kommen. Schließlich ist Solidarität auch in unserem Land angesagt. An dieser Stelle vorab schon mal ein großes Dank an Sven. Und während nun die EU-Granden und Sleepy Joe weiterhin die Sanktionstrommel in Schwingung halten, gleichsam einer wild gewordenen Affenhorde, bereite ich mich schon mal auf den Sedderabend vor. Putin jedenfalls scheint diese kraftlosen Staatsführer wenig aus der Ruhe zu bringen. Allen Konfessionschristen jedenfalls wünsche ich heute einen besinnlichen Gründonnerstag, welcher an das letzte Abendmahl Yeshua HaMashiach erinnert, an dem er den Sedderabend mit seinen Jüngern feierte. Und allen bibeltreuen Christen, wie auch Juden, wünsche ich einen morgigen besinnlichen Sedderabend. Dieses Jahr liegen beide Termine sehr eng einander. Tatsächlich fand dieses letzte Mal am 14. Nisan statt, welcher heuer auf den 15. April fällt. Shalom Aleichem und Maranatha. Und lasst euch auch bitte nicht durch den schon verstorbenen Irren aus der Hölle irritieren, welcher immer noch zynische Texte singt. The most important thing the world has ever known is you.